Also gut, Boys and Girls, wir haben einen neuen Trailer für Dragon Ball Sparking Zero Master vs. Student. Wir reagieren jetzt drauf. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video und ihr lasst mich wissen, was? Beruhigt euch, let's go. Also, wir bekommen die Charts aus den Scans. Master vs. Student. Die wurden hinzugefügt im letzten Trailer, ja, geil. We need to start you up for the basics. Master. Wir sehen, by the way, zum ersten Mal Gohan. An Unbreakable Bond. Emi, danke für das Sub. Das sieht so geil aus. Vegeta's Technik. Das sieht so gut aus. Piccolos Charaktermodell sieht so gut aus. Die Charaktermodelle sehen so... Die sehen viel besser aus. Die sehen viel besser aus. Oh mein Gott, ich ver... Oh, warte mal. Mir ist schon was aufgefallen. Oh, okay. Hey, dude, danke für dein Sub. Ich gehe gleich näher drauf ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die tun einfach hin und her. Alto. Er ist einfach. Ich mag den. Er ist einfach Eiscreme. Jetzt. Oh mein. Die Charaktermodelle sehen geisteskrank aus. Chill out. No need to get so worked up. Fall back, Trunks. Die Umgebung. Oh, it's my favorite time waster. Die, warum sehen die Charaktermodelle so gut aus? Let's have a little fun. Does human life have no value to you, androids? No more holding back. Take this. Hey. Whoever you are, I'm not letting you ruin what's left of our future. Dragon Ball Sparking Zero. Budokai Tenkaichi Series. Okay, die Charaktere wurden jetzt hinzugefügt durch den Trailer, logischerweise, zum Charakter-Roster. Nice, okay, geistkrank. Passt mal auf. Ihr lasst mich auf jeden Fall erstmal wissen, was ihr von dem Trailer haltet, also wie ihr den Trailer fandet. Ein, zwei Sachen auszuweg. Also klar, immer noch kein Release-Datum, aber ich bin schon, also ihr habt es gesehen, es hat mich nicht überrascht. Ich bin schon davon ausgegangen, dass wir kein Release-Datum bekommen. Ich denke, ein Release-Datum wird eher zu einer der größeren Events gedroppt dieses Jahr, zum Beispiel Summer Games Fest oder Gamescom. Summer Games Fest ist Anfang Juni, 7. Juni, wenn mich alles täuscht, Gamescom halt Oktober rum. Deswegen, aber, die andere Sache, ihr könnt mich ja korrigieren, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, ob in den Trailern zuvor, wir können gleich mal gucken, ob es bei den Trailern war oder ob es beim Gameplay Showcase war, ob da drauf stand, dass es, also da stand ja drauf, Footage is still in development, ne? Also dass es noch nicht Final Footage ist, weil hier steht es nicht dran. Ich tue das mal ganz kurz double checken. Nicht, dass ich da, das war einfach nur so ein Gedanke von mir. Nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, es war beim Gameplay, glaube ich, war das. Bei Power vs. Hier, Power vs. Speed stand das nicht drauf, oder? Ja, natürlich hat man da auch noch Werbung. Jedenfalls, für mich sieht das aber wirklich krass aus. Cleaner als so die letzten Trailer oder Shots, die wir gesehen haben. Okay, nee, bei den Trailern stand das nicht drauf. Es stand bei dem Gameplay-Showcase drauf. Okay. Okay. Sieht für mich, also für mich sah es wirklich gut aus, dass ihr nicht wisst, auf jeden Fall, wie ihr das empfunden habt. Die haben auch natürlich hier ein paar Sachen gezeigt. So wie die Charaktere interagieren beispielsweise. Wenn die mit den Keyblasts hin und her schießen. Deswegen, die, guck mal, der Piccolos Shot sieht brutal aus. Die Charaktermodelle von den drei ist auch wirklich crazy. Auch diese Perspektiven, die genutzt werden, mit denen die rumspielen. Es sieht so richtig schön polished aus, sag ich mal. Ich bin drauf gespannt, Leute. Die Umgebung, ich finde die Umgebung
Sieht wirklich crazy aus, definitiv. Ich meine, von den Charakteren wusste er, was gezeigt wird. Von den V-Jump-Scans. Und ich fand, es war halt hübsch aufbereitet, sag ich mal. Der Trailer zuvor mit Broly und so, der war halt brutal, weil wir so crazy Chars gesehen haben, wie Broly etc. Das hat jetzt das nicht vom Impact her, aber ich fand so, wie es zur Schau gestellt wurde, war in dem Trailer geil. Hier, guck mal hier, die schießen ein bisschen hin und her. Okay. Jedenfalls, danke fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Wenn ihr die zukünftigen Spartan Zero Videos nicht verpassen wollt, als auch die Tenkaichi Let's Plays, die ich jetzt geschaut habe, lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace.